So, hallo, wir machen weiter bei Fortnite, wieder im Creative Mode. Und diesmal habe ich die Codes gefunden. Da ist der Zombie One, da ist Pinball E3 und da ist das Avalanche Ding, das war ja schon vorher da. Fangen wir mit Zombie One an. Letztes Mal haben wir den Sky City Flea Dings gemacht. Und jetzt bin ich mal gespannt, was hier los ist. Something has gone wrong in the city. You and your squad must find a way to escape the carnage. Gut, das ist wieder so ein Escape Ding. Gucken wir mal. Nein, wir brauchen nicht warten auf weitere Spieler. Automatischer Start in 10, 9, 8, 7. Oh, diesmal mit Musik auch. Let's go. Let's go. Der Hase. Okay, wir haben von Anfang an Waffen. There was a zombie outbreak in the city. I need to find a way to escape. Mal schauen, ob die Zombies auch laufen können. Potenziell könnten sie ja solche Monster sein. Okay. Will ich sowas mitnehmen? Haben wir irgendwas doppelt? Wir machen es mal so. Ich glaube, wir müssen hier viel schießen. Ja, es sind solche Zombies. Okay, das könnte echt cool werden. Wieso kommen die denn sofort wieder? Den Spawn ist, ne? Aber was kann ich dann tun? Au. Au. Muss ich dann da einfach abhauen? Weil, wie gesagt, die spawnen ja sofort wieder. Yo. Yo. Ich wollte das jetzt eigentlich nicht verbinden. Yo, das ist unfair, was ihr könnt. Okay. Fallen die da runter oder hab ich hier meine Ruhe? Ja, never mind. Oh. Gut, dann machen wir das so, ne? Ich kein Problem mit. Ja, komm. Sind wir mal so stylisch und verbinden uns auch. Auch wenn das ist halt kaum, also wow. Aber anscheinend kommt man dann zumindest nicht so, dass die immer wieder, die tauchen immer wieder auf, ne? Das heißt, ich kann nicht nur so durchkämpfen, aber die kommen halt immer wieder, wie es halt Zombies typisch machen. Hilfe. Das heißt, ich kann einfach nur abhauen. Aber wo geht's jetzt weiter? Oder ist irgendwann so eine Horde durch, wenn alle gespawnt haben? Ich weiß es nicht. Aber mir scheint, die kommen immer wieder.
Ja. Ah, nein, irgendwann sind die durch. Ich weiß es nicht, sind die irgendwann durch? Das scheint eine neue Welle zu sein. Ich habe nichts zu bauen. Ich müsste da hochkommen. Oh wait, ich komme da hoch. Ich habe auch die Truhe da im Wasser gesehen, aber... Wozu, wenn ich hier eh so durchkomme? Okay, aber du gehst weg nach einer Weile. Du kommst nicht wieder, ne? Wieso greifen mich jetzt eigentlich auch Menschen an? Das ist unfair. Ich habe nichts, ich habe dem Menschen nichts getan. Es war kein Zombie. So. Sehr gut. Okay. Hä? Ach so. Verstanden. Alles klar. Ist gar nicht unfair. Lull. Oh, der kann schneller schießen als die von vorne. Das wollte Bär. Ja, ich glaub's auch. Also erstmal den da oben erledigen. Ach, hier steht er. Okay. Du willst die Nummer, ja? Oh, shit. Ja, er will die Nummer und der andere wollte es ja auch. Eine ist da noch irgendwo. Da oben. Da oben. Da oben nicht, ne? Okay. Dann haben wir jetzt alles. Ja gut, Munition haben wir genug. Schießen wir den Weg frei. Das ist voll cool, wie man in Fortnite eigene Spiele machen kann, ne? Praktisch. Das ist ja wirklich ein eigenes Spiel. Ja, das könnte auch ganz lang jetzt gehen. Könnte ein richtiges 3D-Adventure werden. Leichtes Maschinen. Ich habe viel zu viele Waffen. Ich habe keine Ahnung, was ich verwenden soll. Da war er. Ich will jetzt auch nicht jede Kiste. Ich will jetzt auch nicht jede Kiste öffnen. Also, wir haben genug Waffen jetzt. Hätte ich gesagt. Wieder überfordert. Wo ist er? Haben wir uns gegen? Nein, da ist noch einer, sag ich doch. Hä? Was ist das denn? Ach, da oben. Jetzt sehe ich ne. Jetzt habe ich schon gesehen. Praktisch so ein Story-Mode, das war das Wort, was ich gerade gesucht habe. Und da oben ist auch einer, aber der wird erst später relevant wahrscheinlich sein. Okay, er ist jetzt relevant.
Boah! Ist natürlich, der Computer sieht mich natürlich und ich habe da echt Probleme, das Grau zu unterscheiden von der Wand. Huh! Mein Freund. Boah, ich muss den erst immer ausmachen. Oh, das gibt's doch nicht. Und er muss mich nicht ausmachen, weil er ist ein Computer. Er sieht mich sofort. Huch. This building is protected by sentries. I need to be careful. Ah, das haben wir festgestellt, ja. Das nehme ich natürlich mit. Nice. So. Ich glaube, das ist jetzt hier auch weniger so ein Parcours als mehr wirklich einfach ein Adventure. Jo. Das wird jetzt nicht gut gehen. Das kriege ich nicht gerettet. Geht es eigentlich auch ohne zu zielen? Müsste ja gehen, ne? Schade. Ah, wäre cool gewesen. Aber man sieht's ja, man hat so keine Zielerfassung. Das war das Wort, was ich vorhin gesucht habe, vor 3 Millionen Parts. Was ist das Ding laut? So. Ah, ich muss dann da runter sogar. Ah ja, es geht gar nicht irgendwo. Geht nirgendwo anders mehr hin. Cool. Boah, ist das gemein! Alter! Ist okay, ich habe das verstanden. Ihr hasst mich. Verändert man eigentlich den Effekt, wenn man jetzt das zwischendurch trinkt? Dass das andere dann überschrieben wird? Nein, okay, sehr gut. Oh mein Gott, guckt mal auf die Karte. Wie viel sehen wir denn noch von hier aus? Wie gesagt, es ist teilweise echt schwer, die zu unterscheiden von der Umgebung. Dahinter ist bestimmt einer. Da ist einer. Nice. Oh, ich mag das, dass hier Musik dabei läuft. Das ist voll gut. Surprise. Oben ist bestimmt einer. Ja, na klar. Null. Und dann hinter ist einer wahrscheinlich. Nee. Dann ist er irgendwie... ganz woanders. Vielleicht tiefer oder so. Wartet da in der Ecke? Ja.
schon. Ach, Mann. Nicht mal gegen einen Computer schaffe ich's. Ach. Ärgerlich. Oh, was ist das da eigentlich? Oh. Auch angenehm. Ja, komm. Sehr egal. So, die haben wir alle schon. Okay, hier haben wir alles. Was? Das für ein Sound. Wo seht ihr auf der Karte 38 Zombies? Was? Hä? 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 Hier ist das Ziel? Hä? Kann nicht sein. Moment. Moment. Das kann überhaupt nicht sein. Also wir wissen jetzt, wir brauchen keine Bandages und so weiter. Wir rennen einfach durch. Ging das gerade mit Zeit runter oder? Ach da, 15 Minuten. Und dann hat man gewonnen. Ha, nee, ich will ja die Karte sehen. Was soll denn der Quatsch? Also dann jetzt mal ganz flott hier durch. Ich möchte das von der Karte sehen. Man hat 15 Minuten nur Zeit für die Karte. Das ist natürlich doof. Das dann als Gewinnen zu klassifizieren, ist ein bisschen... Ne, weiß ich nicht. Ach, hier bin ich. So, jetzt kommen hier die anderen wieder. Ach, komm schon. Muss ein bisschen schneller dann jetzt gehen alles. Bisschen flotter hier. Boy, ne? Ist doch ein Witz. Hallo? Bruder. So, ich weiß, dass hier einer ist. Und wo kam der jetzt her? Von da hinten, ne? Der war das, ja. Hat man nach 10 Minuten einfach gewonnen, das ist ja auch Quatsch. Besser ist das. So. Jetzt kommt der Wasserabschnitt-Dings. Der muss jetzt auch ein bisschen flotter durch. Ich brauche keinen Bandage-Kram. Gib mir einfach lila Waffen. Gib mir einfach die lila Waffen. Dankeschön. Alter! Gib mir die lila... Danke. So. Da oben ist der eine. Das Problem ist jetzt...
Ich hab die Dings noch nicht. Das war keiner. Wo war der denn? Der erste. Das war auch keiner. Irgendwo da standen die doch. Da stand der erste. Gut, dann ist der schon mal weg. Da oben stand ein anderer noch, hinter dieser Laterne da. Irgendwo da. Jetzt anscheinend gerade nicht. Ja, der da. Na komm schon. Nice. Gut, dann habe ich jetzt nur noch den da oben. So, holen wir uns erstmal das Scharfschützen-Ding. Sehr schön. Jetzt wissen wir jetzt ja, dass das hier ist. Und damit können wir den da jetzt wegfrühstücken. Nice. So ist das schon viel besser. Dann haben wir da oben den Idioten. Wer sieht sich... Ich wollte gerade sagen, wer sieht wen schneller? Aber ich bin nicht geduckt hochgegangen, was ungünstig war. Das müsste doch mittig ungefähr, müsste der doch sein. Nice! Prima! Abflug! Ich hab den vergessen. Waffe. Ah! Wieso tötet ihn das nicht? Gott! Was soll das denn? So, gib mir das Zeug. Würdest du bitte die... Oh mein Gott, der macht mich aggressiv, ne? Ich geh doch, ich zeig doch schon auf die Waffe. Holy moly. So, jetzt geht das wieder los. Oh, diesmal sehen die mich eher. Das ist ungünstig. Toll. Das ist vorhin nicht passiert. Also, dass die mich gesehen haben, meine ich. Jetzt noch einer? Ja! Ach, und der da hier. Jetzt vergessen. Ja, komm. Nimm halt... Boah, was ist das denn, dass der immer das falsche Zeug nimmt? Mein Gott. So. Dem anderen Quatsch brauche ich doch gar nicht. So, jetzt haben wir noch 7 Minuten, wo wir vorhin fertig waren mit der Zeit. Das ist doch schon mal gut. Hier ist nämlich überhaupt nicht zu Ende. Aber dann hoffe ich, wir schaffen es jetzt in der Zeit, sonst muss ich ja wieder neu starten. Das habe ich echt keine Lust zu. Aber das ist ja blöd, dass das so zeitreduziert ist. Da kann man überhaupt nicht richtig erkunden. Hier sind keine mehr in der Nähe. Da ist was Hübsches dabei. So, machen wir einfach so, ist ja egal.
Wir haben eh von allem genug Muni. Wir müssen halt nur ein bisschen flott jetzt hier durchkommen. Mist, der hat nicht gereicht. Ah, da oben ist einer. Mist. Ah, ich muss nachladen. Okay. Direkt über mir ist einer. Das heißt... Ja. Das Übliche. Klar. Das war klar. Aber ich habe halt nicht die Zeit, jetzt hier rumzuwurschteln. Das ist mein Problem. Deswegen muss es alles ein bisschen schneller gehen. Gut. Tschüss. So, direkt hier seitlich ist einer. Okay, der macht nichts. Der macht aber was. Da oben ist dann einer drin. Ah ja. Mist. Ja, war schneller. 4 Minuten, oder? 5 Minuten, okay. Ach komm! Es wäre alles kein Problem, wenn es nicht die Zeit wäre. Ich würde halt gerne die Map sehen. Dass ich hier sterbe, wäre mir wurscht. Ich würde halt gerne mal die Map sehen. Komplett. Weil die ist voll cool. Das gefällt mir richtig. So. Okay, hier dürfte ich jetzt Ruhe haben. Okay. Nichts, was ich brauche. Das hat ja gut funktioniert. Ist auf der anderen Seite bestimmt auch ein. Ja. Ach komm. Ernsthaft. Dann ist hier noch irgendwo einer. Und da drüben ist noch irgendwo einer. Aber die sind von hier aus jetzt nicht für mich. Hier bin ich erstmal safe. Safe hat sich so immer erledigt. Hilfe! Kann ich einen Text kurz lesen? If I remember right, there's a helipad on top of this building. Das ist ja cool, dann gehen wir da hin und speichern direkt in den Gegnern. Das ist natürlich der beste Speicherpunkt. Überhaupt. Ich habe meine Dings liegen lassen. Wo ist denn jetzt die hin? Danke. Mein Gott. Okay, also Helipad. Die folgen mir, ja? Das ist nicht so cool. Alles klar. Ja, ich habe das verstanden. Au. Bester Startpunkt. Bester Startpunkt. Oh mein Gott. Okay, der muss weg. Sonst wird das hier richtig unangenehm. Wo ist er? Ja, super. Ich bin doch tot, sobald ich starte. Jetzt Hilfe. Wo ist der denn? Super stark. Die Dinger sind echt super gesetzt. Also das, wow. Ich verzichte. Okay, jetzt habe ich erstmal wieder Ruhe. Wuff! 1,30. Nein!
Okay. Ich muss die schnell wegsnipern. Das wird jetzt echt knapp mit der Zeit. Ah, das wird jetzt echt knapp mit der Zeit. Hört auf! Ah, der schießt. Weg mit dir. Eine Minute. Nein! Scheiße. Okay, der ist weg. Nur noch einer übrig. Oh Gott, die Zeit, ne? Ich will die ganze Map sehen. Ich will die ganze Map sehen. Oh, lass mich doch in Ruhe. Falsche Taste. Das gibt's doch nicht. Okay, dann lauf jetzt einfach durch. Ist mir jetzt egal. Mist! Ja. Lass mich in Ruhe. Reach the chopper to escape. Das würde ich gerne. Ja, okay, und hier ist dann, da ist dann, man sieht's, hier ist dann das Ding, was man einsammeln muss. Schaffe ich jetzt in der Zeit nicht mehr, aber damit ist dann hier die Map zu Ende. Schaffe ich in der Zeit leider nicht mehr, aber wie gesagt, hier ist dann die Map zu Ende. Ja, nix Sieg. Überhaupt nicht habe ich gewonnen. Ach, aber ich habe sie gesehen. Das finde ich schade, dass das nur mit 15 Minuten angesetzt ist. Aber gut, kann man nichts machen. Hä? Ach so. Na, man kann es zumindest noch zu Ende laufen. Hier, guck mal. Yay! Ja, und hier ist dann Schluss, wie gesagt. Sehr cool. Sehr cool gebaut. Sehr cool gebaut. Okay, zurück zum Zentrum. Gucken wir uns noch das Pinball-Ding an. Ich nehme an, das Avalanche ist noch mein eigener Modus. Pinball könnte jetzt noch kurz nicht allzu lange dauern. Ich glaube, das ist sowieso eher was, was man im Multiplayer macht. Aber ich weiß es nicht. Einfach mal spaßeshalber anschauen, darum geht's ja. Be the first to get 200 points. Ja, ne? Wenn man alleine spielt, ist man natürlich die Erste, der 200 Punkte erreicht. Aber die Frage ist halt, wie es gebaut ist. Das interessiert mich schon. Also. Zack. Ach so, hier geht's los. Hui! Wie holt man sich Punkte? Ah, da die Dinger einsammeln. Nice. Das ist ja voll cool gemacht. Wir wollen aber jetzt noch nicht raus hier. Da würde ich mal gerne durch. Oder hier. Oder da drauf. Ah, schade. Da steht die E3, ne? Wo bist du? Okay. Da ist das erste Leben weg. Beziehungsweise ist es, geht ja nicht nach dem. Es würde ja danach gehen, wer als erstes 200 Punkte hat, ne? Ah, beziehungsweise, ich glaube, die Kugeln. Ne, die bauen. Die kommen wieder. Die kommen wieder. Alles gut. Ah, ist voll cool. Oh, wie kommt man denn da hoch? Ach so. Natürlich. Indem man einfach mal nutzt, dass man eine Kugel ist. Und solche coolen Dinge kann. Nice. Yo. Richtig nice. Nee, das kann ich mir, das stelle ich mir als Wettbewerb super cool vor, wer als erstes die Punkte zusammen hat. Das dauert auch eine Weile, ne? Man sieht's ja, ich habe jetzt gerade mal die
Spawnen die eigentlich wieder die Kugeln? Weil wenn man die mal hat, wo bist du? Weil wenn man die mal hat, dann die müssen ja wieder spawnen. Sonst kriegt ja keiner die 200 zusammen. Oh. Oh, die ist jetzt weg. Interessant. Ach, die ist einfach weggerollt. Ah, verstanden. Was passiert, wenn man einfach mal gar nichts macht? Wenn man einfach mal rollen lässt? Ich meine, normalerweise kann man es ja beeinflussen, klar, aber ich lasse es einfach mal rollen. Und mache einfach mal nichts. Ja gut, vielleicht mache ich doch was. Nice. Das ist voll gut. Das ist voll gut. Ich meine, das ist jetzt überhaupt nicht spannend. Ist es mir schon bewusst. Na, gehst du da rein? Weil ich keinen Gegner habe. Aber so, ich will es ja auch nur zeigen. Ne? Und so von dem her finde ich es richtig cool. So, ich würde gern mal da hoch. Stopp, 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 stopp. Stopp. Hier, da will ich hoch, da will ich hoch. Genau hier. Lass mich hier. Einmal hinziehen und dann hier einmal nach oben. Ach, da ist gar nichts. Ja gut, okay. Ich denke, die lustigsten Wege haben wir gesehen. Ich weiß es nicht, ob es noch mehr gibt. Aber das ist echt cool. Wow. Richtig kreativ auch vor allem, ne? Ja, da ist auch nochmal so ein Weg. Aber es wundert mich ein bisschen, mir scheint, dass es die Teile nicht wieder respawnt. Wie soll man denn da mit mehreren Spielern auf 200 jemals kommen? Dass einer alleine die 200 hinkriegt, das sehe ich ein, aber... Ah, Zeit ist... Ah, Zeit läuft auch ab. Okay. Alles klar. Alles klar. Cool. Dann kann man ja fast sogar noch schnell in Avalanche reinschauen und gucken, ob das was ist, was lange dauern könnte. Oder ob das was ist, was schnell geht. Aber wenn ich mir das so anlese, make your own way to the factory, collect all 5 coins, dann klingt es halt schon wie ein eigenes Spiel auch wieder, ne? Ich denke, das schauen wir uns beim nächsten Part an. Wenn es schnell geht, hänge ich es hinten ran. Ansonsten beim nächsten Part. Danke fürs Zuschauen und tschüss.